Bei einem Eventfilm filmen wir eine Veranstaltung. Das heißt, wir filmen das reale Geschehen. Also nichts geskriptet. Wir versuchen, die wunderschönsten Momente auf so einer Veranstaltung festzuhalten. Und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, was einen guten Eventfilm ausmacht. Und aus Sicht des Kunden, also was man da beachten kann, um uns als Filmproduktionsfirma die besten Voraussetzungen zu liefern für einen geilen Eventfilm. Los geht es natürlich mit der Planung. Wir setzen uns zusammen und gehen das ganze Event durch und schauen dann, was wir in den Fokus nehmen. Weiter geht es dann, dass wir ein Location Scouting machen. Das heißt, wir gehen vorher, bevor die Veranstaltung losgeht, zur Location und schauen uns das ganz an. Wir gucken, was können wir mit der Kamera machen? Können wir zum Beispiel mit der Drohne fliegen? Können wir Timelapse aufstellen? Und das Ganze besprechen wir dann. Wir können mal als Beispiel das Porsche Zentrum Mannheim nehmen. Da haben wir die Cayenne-Vorstellung letztes Jahr gefilmt. Da waren wir auch am Tag des Aufbaus schon da. Das heißt, wir haben, bevor die Veranstaltung losging, schon den kompletten Aufbau mitgefilmt und haben dann, als die Gäste kamen am nächsten Tag, dann natürlich die Gäste empfangen mit der Kamera und dann das ganze Event noch gefilmt. Was hier relativ spannend war, dass wir sogar mitwirken konnten, wo wir die Bälle platzieren. Das heißt, wir haben mit dem Porsche Zentrum Mannheim überlegt, okay, wo können wir das Auto am besten in Szene setzen? Und sowas ist natürlich sehr, sehr wertvoll als Filmproduktionsfirma, wenn wir nicht einfach irgendwo hinkommen und wir sind, ja, sag ich mal, an die Gegebenheiten gebunden, sondern können aktiv sagen, okay, hier können wir coole Aufnahmen machen, hier können wir die Menschen filmen. Und sowas ist dann natürlich für die Bewerbung so einer Veranstaltung für danach extrem vorteilhaft, wenn wir sehr, sehr coole Shots haben. Generell ist zu sagen, dass immer ein großer Painpoint das Thema Ton und das Thema Licht ist. Viele finden natürlich Beleuchtung immer sehr, sehr cool auf einer Veranstaltung, aber manchmal, je nachdem, was man für Lampen oder Lichter verwendet, flackern die auf der Kamera, was ein großes Problem sein kann. Genauso wie Beamer. Beamer können auch oft flackern, also wenn man irgendwo eine große Leinwand oder sowas hat und das Set kann noch so schön aussehen, aber wenn man das dann filmt, sieht es auf der Kamera echt blöd aus. Also sowas, wenn ihr etwas bucht bei Veranstaltungsdienstleistern, könnt ihr erstmal, ja, vielleicht mal nachfragen, was für Herzfrequenzen die laufen, was dann für uns Filmmaker natürlich sehr, sehr von Vorteil sein kann. Außerdem könnt ihr schauen, ob ihr in eurem Mischpult oder wenn ihr einen Tontechniker habt, da schon fragen könnt, ob ihr den kompletten Ton aufnehmen könnt. Dann haben die meistens eine SD-Karte oder einen USB-Stick dabei und den können wir dann im Nachhinein haben, dass wir den kompletten Ton von so Reden oder von Auftritten von Musikern, dass wir die direkt haben. Außerdem ist es immer sehr, sehr gut, wenn die Gäste im Vorhinein darauf hingewiesen werden, dass Aufnahmen gemacht werden. Das kann entweder in den Tickets schon stehen oder in den FAQs über der Veranstaltungswebseite. Dann am besten auch nochmal ein Schild bei der Veranstaltung, also irgendwie ein kleiner Aushang, dass gefilmt wird und falls es ein Gast nicht möchte, dass der gerne auf uns zukommen kann, dann werden wir den natürlich nicht filmen. Was außerdem wichtig ist, dass man natürlich vorher plant, was man mit dem Film erreichen will. Wenn man zum Beispiel Tickets für die nächste Veranstaltung, die im nächsten Jahr kommen wird, verkaufen will, dann ist es auch immer sehr wichtig, dass man zum Beispiel Kundenstimmen aufnimmt. Und da kann man sich dann vorher schon einige Kunden raussuchen, mit denen man das Ganze dreht. Nennt sich Kundentestimonials. Und dann können wir auch schon in unserem Zeitplan einplanen, dass wir das Ganze machen. Und am besten nicht, wenn alle Kunden irgendwie schon da sind. Vielleicht kann man die sogar vorher irgendwie anordnen oder, sag ich mal, vielleicht auch nach der Veranstaltung dann filmen, wenn alles schon vorbei ist, dass man da einfach Ruhe hat. Weil wenn man ja einen großen Saal hat und da dann Interviews aufnehmen möchte, ist es meistens sehr, sehr schwer, das mit dem Ton hinzukriegen. Eine weitere Frage, die ganz oft vorkommt, in welchem Format wir das drehen. Für uns ist es eigentlich egal, wie wir das Ganze drehen, ob wir das quer im klassischen Stil filmen oder hochkant. Hochkant ist natürlich mittlerweile fast das Gängigste, weil das meiste auf Social Media landen wird. Ich erlebe es immer mal wieder, dass manche Kunden das vergessen und die dann sagen, ja, wir wollen das quer, aber im Endeffekt sollen dann doch Ads daraus entstehen. Also sowas ist immer sehr gut, wenn man das abklärt, weil wir können dann mit verschiedenen Kameras drehen, wir können auch beides liefern. Und dann haben wir nämlich eine Kamera dabei, mit der wir alles hochkant aufnehmen. Und für Ads haben wir dann da die besten Shots direkt in Hochkant, weil es meistens einfach nochmal schöner und natürlicher aussieht. Dann ist man da, sage ich mal, optimal aufgestellt für Social Media Content. Eine Frage, die auch immer mal wieder aufkommt, wie sieht es mit Fotos aus? Wir hatten schon die Thematik, wir haben gefragt, ja, braucht ihr Fotos? Dann hieß es nein. Und dann im Nachhinein, ah ja, könnt ihr uns doch Screenshots aus den Videoaufnahmen schicken? Das ist meistens nicht der beste Weg, das zu machen. Also da am besten auch überlegen, weil wenn wir schon vor Ort sind, ist es für uns kein großer Aufwand, die Fotokamera noch mitzunehmen. Und dann kann man hier das Ganze auch noch gleich fotografisch begleiten. Das waren jetzt meine Tipps zum Thema Veranstaltungsvideo. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ein Projekt mit uns umsetzen wollt, dann schreibt uns hier gerne. Ihr habt hier unten ein Kontaktformular und dann freue ich mich auf eure Nachricht.